Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. Wir sind hier noch in Arcadia. Ich möchte mal ganz kurz, wo ist in der Werkbank? Meine Power Armor ausziehen und gucken, ob ich mein Dings hochballern kann. Arcadia Schild. Das ist schon volle. Das ist nämlich ein Brustteil. Und ja, 49, 54, was habe ich jetzt? Hier. Den Wreck Marine. Schade. Da kann ich, glaube ich, trotzdem ausrüsten, ne, wegen der Intelligenz halt. Was kaufen oder so? Mein Gott, wie sieht das denn aus? Ich krieg, glaube ich, Intelligenz, also mehr Erfahrungspunkte. Lass mal gucken. Ich weiß nicht, ob die Effekte immer noch dann aktiv sind, wenn ich in der Power Armor drin bin. Nö, ja, super. Kann ich auch gleich eine andere Klamotte ausrüsten. Also sieht halt beschissen aus. So. Und noch mal rein. Ja, vielleicht gucken soll, ob ich die Dinger reparieren kann, aber ja, da sowieso nicht genug Stahl dabei, oder? Und mein Pech. Gut, wir haben die Mission Reformation gestartet. Kann immer noch den Nukleus zerstören. Schalte Fahrers Verteidigung aus. Und ich kann den Nukleus-Typen, ja, den Beichtvater, Raketen in die Hände drücken. Sich nicht machen will. Okay. Dann machen wir mal. Wir müssen hier von diesen Martin-Typen hier ein paar Holobänder besorgen, oder? Okay, schon wieder ein Ort, wo ich noch nicht mache. Ja, das ist bestimmt kein Gegner, ne? Ja, wir haben so einen nervigen Tinnitus, ey. Mann, der geht nicht weg. Naja. Geh raus aus meinem Kopf. Ja. Okay. Ich will eine friedliche Lösung hier haben. Ich dachte, euch alle abschlachtet hier. Das sah so aus, als würde dein Kopf nur irgendwie fliegen. Da. Ja, gut. Ja, einen Ort zum Erkunden. Nee, nee. Okay. Oder? Das ist wie so ein Ort, wo man rein kann, dieses Zeichen. Geil. Ist immer geil versteckt. Eigentlich nicht, aber okay. So, nicht umkippen, Wasserflasche. So, ich schaffe Martins Holobänder gefunden. Das Atom verlangt. Ich bin überrascht. Ist nicht so eine Mission? Habt ihr euch nicht aus diesem Grund im Nukleus angesiedelt? Das ist kein Hört sich an, als würden gerade zwei Leute auf einmal reden. Atom will nichts von uns. Er hat uns die Chance gegeben, etwas Größeres zu werden. Um unsere sterblichen Hüllen zu spalten und Millionen neuer Welten zu schaffen. Wir nehmen einfach die Chance seines Leuchtens an. In welcher Gestalt auch immer. Wenn du den Startschlüssel findest, würdest du ihn benutzen. Das weiß ich nicht. Hast du Angst? Wenn nicht, wäre ich verrückt. Aber wir haben uns hier niedergelassen. Als Freunde, als Familie. Hier geht's gar nicht weiter.
Schlüssel ist verschwunden. Bis Atom ihn zurückgibt, musst du wohl bei uns bleiben. Ich denke, ich werde es überleben. Okay, und die Hinrichtung. Danke, dass du so schnell gekommen bist. Ich habe von der Exekution gehört. Unfassbar, dass sie deinen Missionar getötet haben. Hört man da noch, ne? Nein, er hat wohl aufgehalten. Andrews, eine gute Seele. Es ist meine Schuld. Hätte ich erkannt, dass es so schlimm in Fahaber ist, wäre er nie gegangen. Sie geben uns die Schuld für den Nebel in der Stadt Dima. Und jetzt die Kinder. Das ist Tektes. Er hört nicht zu. Er will Krieg. Glaubst du, die anderen werden ihm folgen? Früher hätte ich über sowas gelacht, aber heute... Viele haben Andrews gemocht. Es hat das Schlimmste in ihnen hervorgebracht. Zorn, Hass. Bei Tektes konnte man es noch tolerieren. Dima, da muss was passieren. Exil. Auswanderung. Wir sollten die Bewohner von Fahaber überzeugen, dass sie weggehen. Das ist doch wohl nicht dein Ernst. Du weißt, dass sie für diesen Ort nicht geschaffen sind. Der Nebel wird jedes Jahr dichter. Wie lange wird es dauern, bis die Kondensatoren überlastet sind? Das ist keine Verbannung, Dima. Das ist Gnade. Tut mir leid, Martin, aber nein. Sie haben dasselbe Recht wie du, hier zu sein. Das Recht? Dieser Ort will sie umbringen. Und jetzt wollen mir alle an die Gurgel wegen des Chaos, das du angerichtet hast, weil sie bleiben durften. Und wenn du das nicht erkennst, dann hast du keinen Grund, hier zu sein. Ich denke, du solltest gehen. Morgan, bitte. Das lässt sich doch anders lösen. Verschwinde! Nun gut, wir reden weiter, wenn du wieder bei Sinnen bist. Nee, mehr. Gut. Was soll ich zu Tektus? Oh, nee, ich muss wieder. Mann. Natürlich soll den Tektus hier die Dinger zeigen. Sie sehen, wo der Zucker für Freude sind und die unter anderem jetzt gleich nehmen möchten. Er tut doch hier so einen Ersatz gerade vorbereiten. Also Martin oder was? Oh Gott. Na gut. Keine Ahnung. Ich gehe einfach den Questmarker im Mann hinterher. Dann weiß ich, was zu tun ist. Ist sowieso ganz doofe. Ja, ich krieg schon wieder Schluck. Ich habe vorhin schon einen Schluck aufbekommen. Das war nervig. So. Es geht. Dima, ich habe die Bänder aus Martins Versteck. Ausgezeichnet. Ja, das sollte funktionieren. Lass mal hören. Schön, seine Stimme wieder zu. Ziemlich düster das Ganze. Da, es ist nicht schön, die Worte eines alten Freundes zu verdrehen. Aber ich glaube, Martin würde es verstehen. Dieses Band sollte reichen, um den Hohen Beichtvater in die Kommandozentrale zu locken. Tactus ist allerdings sehr misstrauisch. Verdienst du dir erst sein Vertrauen, sollte die Sache etwas glatter verlaufen. Ja. Du musst dann die Leiche verschwinden lassen. Die Mauern der Wartungsschächte waren noch nie besonders gut gewartet. Das sollte also funktionieren. Wenn du fertig bist, kommen wir wieder her. Dann schicken wir den Ersatz los. Also, bist du bereit? Ich bin bereit. Dann will ich dich nicht weiter aufhalten. Hier ist das Band. Das Schicksal der Insel liegt in deinen Händen. Okay. Am wenigsten hat besser hier aufgehoben als bei mir. Stell dir das vor, ich habe das Schicksal.
der Welt in meinen Händen. Stell ich doch mal vor. Stell dir mal vor, ich habe irgendwie die Macht über alle Atomwaffen der Welt. Allein der Gedanke schon. Mm. Das ist wie ich im Krieg. Da würde ich über Leichen gehen. Ist wahrscheinlich. Aber okay. Gut, hoffentlich funktioniert das. Ich tue schon mal am besten irgendwelche Sachen aus, als die Charisma oder irgendwie sowas erhöhen. Weil bestimmt kann man den irgendwie so überreden oder so. In einigen Punkten. Und dass ich ihn nicht umbringen muss. Deswegen werde ich mal gucken. Charisma. Ich will in der dritten Gentleman ausrüsten. Wieder überreichen, oder? Ja. Obwohl, das geht ja alles weg wieder, ne? Ja, wieder alles weg, wenn ich in die blöde Dinge reingehe, ne? Gott, verdammt. Pass auf dich auf da draußen. Im Nebel. Da habe ich nur 7 Charisma, super. Ich muss nicht aufsteigen, bevor ich mit dem rede oder so, ne? Aber ich mir vorstellen, dass ich irgendwie dazu überreden kann, dass er gehen soll und nie wieder kommen soll oder irgendwie sowas. Lauf und komm nie wieder zurück. So, hohler Beichtvater, lass mich mal kurz. So, hier. Ich kann euch noch alle in die Luft jagen, wenn ich wollte. Kate. Ich habe eigentlich schon alles hier gekauft, ja, ne? Ich nehme an. Niemand wird der großen Spaltung entgehen. Ach, Spaltung. Okay. Erstmal soll ich den ja in so einen Gang hier rein schmuggeln, locken. Machen wir das. Doof, doof, doof. Hast du Schwester Aubert gesehen? Habe ich denn jetzt 2? Ist sie auf Pilgerfahrt gegangen? Ach, hiermit kann ich bestimmt die Dings vernichten, ne? Hoher Beichtvater. Sei gegrüßt, mein Kind. Du bist ein echtes Vorbild. Wahre Hingabe, ja, ja, ich weiß. Und Familie. Ich kann dich wegdrücken. Ich dir helfen. Ich habe ein Holoband gefunden. Beichtvater Martin will zurückkehren und alles übernehmen. Wir sollten einen Plan aufstellen, aber nicht hier. Was zum Teufel? Da steht was ganz anderes in den Untertitel. Ich rede. Das kann nicht. Ich tue ihn über meinen Plan erzählen. In den Untertitel. Also, welches ist denn das jetzt? So, welches ist denn das jetzt? Martins neues Zeitalter. Hört sich voll gespielt an. Ich kann es kaum glauben. Er lebt. Die anderen Kinder dürfen nichts davon erfahren. In der Kommandozentrale, ja? Ich werde dafür sorgen, dass wir nicht gestört werden. Ausgezeichnet. Hallo? Entschuldigung, hoher Beichtvater. Ich werde anordnen, dass wir nicht belästigt werden. Ah.
Was will er denn jetzt schon wieder? Wie üblich zum Treffpunkt, ja wo? Ich mal da. Dann. Ist auch noch so ein Questmarker bei dem Kopf, aber trotzdem. Er hat ja gesagt, irgendwo anders, der Dima. Wo muss ich jetzt schon wieder hin? Aus. Was steht denn gemeint? Ah, da ist immer Kommandozentrale. Meine Güte. Ja, könnte sein, dass ich heute fahre, aber erledige, wenn er schon hier so fast am Ende ist. Was hast du über Martin herausgefunden? Warum hast du solche Angst vor Martin? Fürchten? Das tue ich nicht, Kind. Martin war es, der sich fürchtete. Er wollte sich Verhaber nicht entgegenstellen und für dieses Land kämpfen. Ich bin der Einzige, der bereit ist, das Notwendige zu tun, um die Sicherheit dieser Familie zu gewährleisten. Ich werde nicht zulassen, dass er diesen Ort wieder in Gefahr bringt. Also, dein Band. Hat Martin es dir gegeben? Oder hast du es irgendwo gefunden? Bitte, ich muss es wissen. Und dir ist sicher niemand gefolgt? Keine Sorge. Hier unten hat Martin keine Ohren. Also, was kannst du mir sagen? Es ist aus, Tactus. Dima hat mich geschickt, dich zu töten. Ich werde es tun, wenn ich muss. Aber wenn du fortgehst, lasse ich dich leben. Dima? Du verrätst keine Gnade für die Rätsel! Das muss einfach nicht wahr sein. Na komm schon. Komm schon. Du wirst in seinem Leuchten. Come on! Schwer. Das war doch gelb, das war doch eine einfache Überredungs. Dingens hier. Oh, warte mal, lass mich da mal kurz beschreiben. Hab keine Dings dabei, ehrlich. Schieß auf mich. Und sie schießt doch sonst auch immer auf mich. Na los, na los. Wo ich glaube, ich muss eigentlich nur meinen Helm abnehmen, ne? Wenn mein Helm ab ist, dann kann ich ja wohl die Bonus nehmen, oder? Aber ich möchte nicht töten. So, wenn ich das jetzt hier so abnehme, ne? Was? Intelligenz. Was? Wo
bekomme ich die Intelligenz auf einmal her? Was? Okay. So. Sieht aus wie ein Frosch. Also, sag, was hast du über Martin herausgefunden? Warum hast du solche Angst vor mir? Fürchte, ich bin der... Also. Und dir ist sicher niemand gefolgt? Keine Sorge. So, jetzt wird er aber klar. Aus, Dima hat mich sage die genau gleichen Worte und sie werden jetzt funktionieren. Aber wenn du fortgehst, lasse ich dich leben. Du arbeitest für... Du bluffst nicht, oder? Nein, meine Wasserflasche. Ist vor ihm sicher, oder? Gut, diese verdammte Maschine soll kriegen, was sie verdient. Okay. Gehst du Dima zurück? Natürlich. Fünfzehn Intelligenz. Alter, wo krieg ich so viel Dingens her? Okay, dann gehen wir wieder. Entschuldigung, hoher Beichtvater. Sag Dima, er hat gewonnen. Jetzt muss ich wieder zurück zu Dima. Natürlich ein bisschen blöd, dass das hier ohne Dingens zu Ende geht, ohne Kampf oder so. Wahrscheinlich ist jetzt hier auf Farbe alles erledigt. Wer weiß ich nicht, so weiß ich nicht. Wie sind die anderen Dinger im Ausgang Fallout 3? DLCs in Fallout 3 waren viel besser. Allein schon die riesigen Schlachten auf dem Weltraum. Ja, auf diesem Mutterschiff. Die ganzen Aliens, ey, wie viele da kamen, ne? Oder The Pit, weiß ich nicht. Man war bei The Pit nochmal. Letztes. Weiß ich gar nicht mehr. Operation Anchorage. Ah, nee, The Pit war Dingens hier. Diese Sklaven-Arena. Die DLCs waren irgendwie viel besser. Vor allem, das waren alles irgendwie so wie fahrhaber, solche Sachen. Ganze Stories und so. Nicht einfach nur so Bau-DLCs. Und Nuka World ist ja leider das letzte. Also, ja, gab es nur 3 DLCs. Die mit so Quests irgendwie zusammen. Automatron, okay, da war sehr klein. War jetzt nicht so vergleichbar. In Fallout 3 DLCs waren 5 Stück, alle so in der Größe von Farhaba. Dann vermisse ich ein bisschen. Aber naja, vollkommen allgemein irgendwie ein bisschen mehr machen. Hört Gefühl. Ich hätte gerne Fallout 3 mal irgendwann Let's Play, wenn das auf meinem PS3 richtig laufen würde, ohne Ruckler. Aber ging ja nicht. Interessanten Erfahrung. Ich bin froh, dass wieder Frieden auf der Insel herrschen wird. Atoms Vision war eindeutig. Ich danke dir nochmal, dass du mir Unterkunft gewährt hast, während ich unter seinem Einfluss stand. Gerne doch. Du kannst so lange bleiben, wie du willst. Das ist zu freundlich, Dima. Ich brauche nur etwas mehr frische Luft. War der Dingens der echte oder war das jetzt ein Sint? Dima, du hast es bestimmt schon gehört. Der hohe Beichtvater hatte eine Vision. Atom verlangt Frieden. Natürlich. Ich nehme an, du willst mir sagen, dass deine Aufgabe erledigt ist. Ich habe ihn dazu gebracht, die Insel zu verlassen und nicht mehr zurückzukehren. Wirklich? Vielleicht keine ideale Lösung, aber letztlich kommt es auf das Gleiche hinaus. Jetzt kehrt endlich Frieden auf der Insel ein. Was wir getan haben, ist eine große Bürde. Aber jetzt können der Nukleus, Farhaber und Arcadia gedeihen. Gemeinsam.
Und du glaubst wirklich, du kannst dem hohen Beichtvater vertrauen? Ja. Du weißt, ich habe das schon mal gemacht. Ich habe ihm die besten Eigenschaften von Tektis gegeben. Und von Martin. Erinnerungen an seine sanfte Stimme werden den neuen hohen Beichtvater leiten. Du bist ein Monster, wa? Ich habe nur das Richtige getan. Es war nötig. Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Davon wird das Urteil über unsere Taten abhängen. Ich kümmere mich von hier aus um alles. Sorge dafür, dass die Kinder des Atoms und Fahrhaber verhandeln. Sie werden gemeinsam wachsen. Unter unserer Führung. Die Kinder werden in ihrer strahlenden Festung feiern. Die Haberbewohner werden weiter überleben und sich das zurückholen, was der Nebel ihnen genommen hat. Und meine Leute sind in Sicherheit. Hier, für deine Mühen. Du solltest auch den Nukleus besuchen. Ich glaube, der hohe Beichtvater will mit dir sprechen. Und natürlich bist du jederzeit in Arcadia willkommen. Ohne dich hätten wir es schließlich nie geschafft. Du hast den Skill Beschützer von Arcadia erhalten. Mit einem schweren Schaden erhalten, besteht die Chance, einen großen, zeitlich begrenzten Bonus auf Schaden und Energieresistenz zu erhalten. Okay. Was ist das jetzt? Ein bisschen Anticlimatic. Ja, gehen wir noch zum hohen Beichtvater und dann gucken wir mal. Also irgendwie weiß ich nicht. Ich muss schon wieder zum Ding zurück, Mann. Hätte ich noch ein paar Minuten hier bleiben können. Abgeschlossen, schalte Fahrer, was war's? Sprich mit Kazumi, okay. Gehen wir da noch hin. Mein Gott, noch mal einen längeren Part raus. Okay, da ist ein bisschen Anticlimatic hier ausgegangen. Was zum Teufel? Aber naja, wir werden nicht alles haben. Dafür war der Weg bis dahin war das Schlimmste. Die Welt wird Atoms wieder 959. Okay. Bin ich doch ein bisschen schade. Jetzt so ausgegangen ist. Weil will man hier irgendwie erwarten, ne? Ich habe den Speicherpunkt noch hier. Von bevor ich irgendwie eine Wahl getroffen habe. Das heißt, ganz am Ende. Brüder und Schwestern, kommt und hört seine Worte. Können wir ja nochmal Dingens. Alle anderen verschiedenen Ausgänge hier ausprobieren. Vision sprach er zu mir und ich gehorche. Atom fordert Frieden mit Fahrhaber, mit Akata in unserer Familie. Und wer Atoms Wort missachtet, soll für seine Taten büßen. Niemand wird seinem strahlenden Willen im Weg stehen. Gepriesen sei Atom! Ja, ich habe gehört, du hast was für mich, ne? Eine geile Belohnung oder so. Entschuldigung, hoher Beichtvater. Du, ich wusste es. Ich wusste, dass du es bist. In meiner Vision. Dort, neben unserem brillanten Meister. Hier, das ist für dich. Sein liebstes Kind soll es tragen. Okay, Atoms Bollwerk. Okay. Wir haben eine Marienrüstung. Schwächer ist als meine. Aber. Ich dachte, ich würde da runterfallen. So. Dann hauen wir hier ab. Wir können jetzt Fahrer verlassen. Ha. Wieder zurück zum Ödland. Zurück ins Ödland zurückkehren. Ist das nicht geil? Dann werden wir wahrscheinlich erstmal hier das Institut betreten, erneut. Und dann, weiß ich nicht. Boah, die ist da. Leck mich. Ich dachte, die ist jetzt schon da am Warten. Im Ödland oder so. Boah, jetzt muss ich ja schon wieder da reingehen.
dachte, die wäre schon alleine nach Hause gegangen oder so. Verdammt. Okay, ja klar. Soll die alleine nach Hause gehen? Die weiß ja aber gar nicht, was los ist. Ich müsste ja andauernd immer auf den, ich muss ja immer auf den Laufenden halten. Na gut. Eieiei. Komm schon. Jetzt kommt nicht so, ne? Sieht so aus, als gäbe es Frieden auf der Insel. Ja, du weißt doch darüber. Das warst du, oder? Du hast alles ins Lot gebracht. Ja, ich bin der Beste. Ah, ich habe nur das Richtige getan. Aber jetzt haben wir es getan. Ich kann nicht glauben, dass es Menschen wie dich gibt. Ich habe Dima nicht vertraut, weil er mir zu selbstlos schien. Aber du bist genau wie er. Hey, hör zu. Als du das erste Mal hier aufgetaucht bist, wolltest du mich holen. Mich nach Hause bringen. Ich habe darüber nachgedacht. Ich habe Kenji und Ray wehgetan, als ich gegangen bin, oder? Ich hätte auch so tun können, als wäre alles in Ordnung. Aber ich habe sie verlassen. Ist sie jetzt überhaupt ein Sint oder nicht? Offensichtlich bedeute ich ihnen noch etwas. Oder das, wofür sie mich halten. Sie brauchen eine Tochter. Sie haben es verdient. Ich habe in Arcadia alles geklärt. Ich habe meine Antworten. Vielleicht sollte ich jetzt etwas für jemand anderen tun. Du hast recht, Kasumi. Sie brauchen dich. Geh nach Hause. Ich packe meine Sachen und verabschiede mich noch bei allen. Danke. Für alles. Vielleicht sehen wir uns ja irgendwann im Commonwealth. Hoffentlich nicht. Da wo ich hingehe, ist nur die Kacke am Dampfen. Okay, jetzt müssen wir zurück. Okay. Dann bin ich wieder den ganzen Weg raus. Und ja. Gut. Dann will ich den Part hier noch nicht beenden. Ich will hin. Wie komme ich hier wieder raus? Boah. Wir sind so viel drin gewesen, ne? Wo ist der Ausgang? Sag mal, bin ich blöd oder was? Soll ich ja noch weiter? Gut. Dann haben wir in Farbe alles geklärt hier, friedlich, antiklimatik. Bisschen schade, aber was soll's. Dann, ja genau, wir gehen zum Commonwealth gehen, ja, egal. Ja, schon richtig, wir gehen jetzt zum Schiff und segeln wieder nach Hause. Ins Commonwealth. Da wo wir hingehören. Mit der nächste Part, glaube ich, ein bisschen ruhiger wieder. Ja, wahrscheinlich erstmal die Mission vom Paladin Dancia abgeben wir. Mit den seiner verschollenen Patrouille. Wenn wir ihn endlich mal aus dem Weg geräumt haben. Und dann gucken wir mal. Als nächstes kommt, wir haben ja wieder das Ödland oder bald Nuka World. Was wir machen können. Erstmal will ich das mit dem Institut hier klären. Dafür muss ich erstmal wieder wie irgendeine Fraktion aus, so mit denen ich hier diesen Apparat bauen kann. Versuchen wir mal mit irgendeinem anderen dann wahrscheinlich. Gut, ihr könnt mich alle mal. Ich verabschiede mich jetzt nicht von euch. Ich gehe jetzt hier rein und verabschiede mich von Faber und von diesem Part und sage Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich alles fürs Zuschauen und sage Tschüss. Bis zur nächsten Folge. Ah, schön. Ich habe viel zu früh Tschüss gesagt, habe ich das Gefühl. Leckt mich. Blöde Insel mit ihrem blöden Nebel. Tschüss.
Tschüss.